Zu der Zollkontrolle. Ja? Bitte. Custom Check, please. Je vais aller contrôler votre bagage. Hein? Das sieht man. Das glaubt sehr ehrlich. Ein Lied steht trop, hein? Vous avez encore des bijoux? Ouais. Oui, ça porte les valeurs plus de 300 francs suisses. Hein? Oui, ça, oui. Si vous avez plus de 300 francs, il faut aller déclarer. Das ist ein Goldschmuck eingeführt. Aber es hat einen Wert halt über 300 Franken. Da wäre es normalerweise, man müsste Mehrwertsteuer zahlen von 8% mit einem 1 Liter Alkohol über 18%. Mal Zoll hätte man zahlen. Und jetzt schauen wir weiter, was man da macht. Jetzt sicher mal die Steuern, die bezahlt werden. Und auch noch Bus. Am Ewald Thünenberger entgeht so schnell nichts. Mit Argusaugen kontrolliert der Zollrevisor das Gepäck von Einreisenden am Flughafen Zürich. Dabei gehen die Zollbeamten sehr taktisch vor. Beispiel jetzt natürlich Kleider, wenn man gerade USA-Reisende hat, die gehen gerne dorthin shoppen. Dann hat man natürlich auch Länder, wo die Einfuhr von Fleisch verboten ist. Gerade außerhalb von der EU, von Norwegen, wo man dann auch ein bisschen schaut. Man hat vom Betäubungsmittelbereich, weiss man ungefähr, wohin oder woher dass die Leute kommen, die Tendenzen, die es zum Teil gibt. Wir können hier schon Flüge kontrollieren oder anschauen, Passagiere besser gesagt, wo das Risiko vermehrt vorhanden ist, dass die Passagiere so wahr könnten illegal einführen. Neben der gezielten Kontrolle gibt es aber auch immer wieder Stichproben. Und auch bei Reisenden, die keine bösen Absichten haben, finden die Revisoren immer wieder mal etwas. Also, was wir immer wieder viel haben, das sind natürlich tierische Produkte, wo den Leuten nicht so bewusst ist, oder auch Käse, Milchprodukt, fällt auch darunter, außerhalb der EU und Norwegen. Oder was wir auch haben, sind Korallen. Auch wenn es nur die kleinsten Korallenstückchen sind, die man am Strand findet, sind die zur Einfuhr verboten. Das sind nicht rechtliche Erlassen, die wir haben, und da gibt es auch Buß. So geht es auch dem Mann. Schau schnell kurz rein. He? Fleisch haben Sie keines dabei? Gekochtes Fleisch, ja. Darf ich nicht sehen? Was ist das, Rind oder Pulle oder was ist das für Fleisch? Das ist Rind und das ist Pulle. Das dürfen Sie nicht einführen, hä? Ich zeige es Ihnen nachher in den Unterlagen. Ich habe es gerade bei dem Passagier vom Gepäckstück eine Probe genommen, weil er aus einer Region kommt, wo auch schon Betäubungsmittel eingeführt worden ist. Ich habe jetzt die Probe wieder entnommen, das hat keine Alarmanzeige. Das heisst für mich, dass es von mir aus in Ordnung ist. Rund zweimal in der Woche finden die Beamten am Flughafen Zürich im Gepäck der Reisenden Drogen. Und das, obwohl die Schmuggler sehr kreativ sind, wie ein Blick in die Asservatenkammer zeigt. Wir haben hier ein paar Muster rausgenommen, wo Betäubungsmittel geschmuggelt worden ist. Wir haben jetzt auch das Spannseil, das voll funktionsfähig ist, wo das Betäubungsmittel im Inneren innen ist. Wir haben das Plüschtier, das man hier sieht, wo das Betäubungsmittel minder war. Wir haben eine präparierte Flasche. Wenn man die auseinander nimmt, sieht man hier den Hohlraum, wo man das Betäubungsmittel rein tun kann. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo man das Betäubungsmittel schmuggeln kann. Als Zollbeamter braucht man also ein gutes Näschen. Obwohl bei gewissen Kontrollen ist es für die Revisoren besser, wenn sie ihren Geruchssinn komplett ausschalten. Wenn man die Direktflüge von Afrika geht, wenn sie so Buschmeat mitnehmen, das sind dann auch Tiere, die langsam wieder am Auftauen sind. Oder wirklich Fleisch, wo halt auch schon Maden rumkriechen. Und das sind dann halt schon vom Geschmack her natürlich weniger schön. Man gewöhnt sich ein bisschen an das. Da geht man halt nachher wieder mal raus, frische Luft schnappen.
Glücklicherweise kommt das aber nicht allzu oft vor. Von rund 30 Reisenden, die Ewald Dünenberger täglich kontrolliert, halten sich 3/4 an die Schweizer Einfuhrbestimmungen. Okay, ist in Ordnung. Danke vielmals. Der Ausgang ist dann geradeaus und links. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ade.